Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wie immer haben wir unser Gebet mit der Anrufung des heiligen Josef begonnen und ihn als Fürsprecher angerufen, damit diese Zeit des Gebetes mir Frucht bringt. Entsprechend dem Beispiel der heiligen Theresia von Avila haben wir ihn als unseren Vater und Herrn bezeichnet. Dem Wirken dieser großen Heiligen verdankt die Kirche maßgebliche Impulse, die zur Verbreitung der Verehrung des heiligen Josef geführt haben. Was, so magst du dich fragen, ist eigentlich so besonders an ihm? Was hat eine so tatkräftige und beherzte Frau wie die heilige Therese an ihm gefunden? Nun, ihr zentrales Anliegen war die Reform des Karmel, einer ganz der Beschaulichkeit und dem Gebet gewidmeten Ordensgemeinschaft. Vom heiligen Josef ist uns in der heiligen Schrift kein einziges Wort überliefert. Er ist der große Schweiger im Kindheitsevangelium, bis er dann plötzlich aus unserem Sichtfeld verschwindet. Anders als Maria, seiner Verlobten und Frau, begegnen wir ihm weder während des öffentlichen Lebens Jesu, noch gar unter dem Kreuz. Bedenken wir nun das Wenige, das uns von ihm überliefert ist, und versuchen wir, daraus für unser Leben Frucht zu ziehen. Das heutige Evangelium schildert uns die übernatürliche Berufung des heiligen Josef. Er war mit Maria verlobt, doch sie lebten noch nicht zusammen. Als er feststellen muss, dass sie ein Kind erwartete, gehen ihm viele Gedanken durch den Kopf. Wie es einem jeden von uns passiert, der sich in einer Situation wiederfindet, für die es keine einfache Erklärung gibt. Kennen nicht auch wir das? Plötzlich scheint sich eine Lösung zu zeigen, wie hier der Beschluss, sich in aller Stille von ihr zu trennen, die dann aber doch nicht gänzlich überzeugt. Der heilige Josef verfällt nun weder in Aktionismus, etwa die Versuchung, den gordischen Knoten zu durchschlagen, indem man irgendetwas tut, noch verfällt er in Resignation. Vielmehr dachte er nach. Freilich nicht im Sinne eines resonierenden oder grübelnden Nachdenkens, sondern schlicht im Wortsinn. Nachdenken. Er steht vor einer ihn überfordernden Situation und fragt, wie er sich dabei verhalten soll, was er tun soll, was das Beste ist. Für ihn, aber auch für Maria und das Kind, das sie unter dem Herzen trägt. Wird er als frommer Jude nicht all das Gott vorgelegt haben? Während er noch darüber nachdachte, so berichtet uns das Evangelium weiter, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und gab ihm jene Klarheit, die er selbst nicht zu finden vermochte. Lakonisch heißt es dann am Ende des heutigen Textes: Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Der heilige Josef tat und redete nicht einfach drauf los. Er tat, nachdem und weil er gehört hatte. Diese Haltung begegnet uns noch drei weitere Male im Kindheitsevangelium Jesu. Angesichts einer bedrohlichen und unsicheren Situation erhält der heilige Josef im Traum konkrete Befehle, was er tun solle, um den Häschern des Herodes zu entgehen, was er tun solle, um aus Ägypten nach Israel zurückzukehren, was er tun solle, um sich statt in Judäa dann in Nazareth niederzulassen. Er hört und handelt. In diesem Hören finden wir eine entscheidende Grundhaltung des inneren Lebens, nämlich den Gehorsam.
Das mag dich zunächst einmal überraschen, denn Gehorsam ist etwas, was in unserer alltäglichen Welt keinen rechten Platz mehr zu haben scheint, abgesehen vielleicht von Sonderwelten wie dem Militär. Gehorsam als Begriff stößt uns unwillkürlich ab, scheint er doch unserer Selbstentfaltung und Selbstbestimmung im Wege zu stehen. Und zwar als Ergebnis einer recht einseitigen Kommunikation. Einer befiehlt, dem anderen bleibt dann eben nur noch der Gehorsam. Dein Unbehagen findet auch linguistische Bestätigung beim obersten Lehramt der deutschen Sprache, dem Duden, der den Gehorsam als Unterordnung unter den Willen einer Autorität definiert. Doch schauen wir genauer hin. Im Wort Gehorsam steckt etymologisch das Wort hören, im Deutschen wie auch im Lateinischen, wo der Begriff obedientia sich aus dem Verb ob audire gebildet hat. Gehorsam meint also in seiner ureigensten Bedeutung auf einen anderen hören, hören, was ein anderer sagt. Im Volk des Alten Bundes war und ist dieser Zusammenhang präsent. Der fromme Jude betet bis heute jeden Tag mehrfach das Schema Israel, das mit den Worten beginnt, höre Israel. Die Berufungsgeschichte des Samuel endet mit der Bitte des jungen Samuel. Rede, Herr, dein Diener hört. Gehorsam ist nicht der Gegensatz von Dialog, sondern sein Bestandteil. Und so kann Papst Franziskus, der wie alle seine unmittelbaren Vorgänger den Gläubigen die Verehrung des heiligen Josef ans Herz gelegt hat, ihn im apostolischen Schreiben Patris Corde, Vater im Gehorsam nennen, der den Heilsplan Gottes vernimmt und ihn für sein Leben fruchtbar zu machen versteht. Nicht nur das. Du, Herr, hast selbst in Gehorsam gelebt, zunächst gegenüber deinen irdischen Eltern in Nazareth. Er war ihnen gehorsam, heißt es von dir in der letzten Episode des Kindheitsevangeliums, der Wallfahrt zum Tempel in Jerusalem. Später hast du dann während des öffentlichen Lebens von dir gesagt, deine Speise sei es, den Willen dessen zu tun, der dich gesandt hat. Nicht anders ist es heute für uns, für dich und für mich, im Hören auf das Wort Gottes, im Hören auf seine Eingebungen im Gebet Halt und Kraft zu finden. Das Beispiel Jesu ist uns dabei ein sicherer Kompass. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat es prägnant auf den Punkt gebracht. Jünger Jesu sein bedeutet, der Person Jesu selbst anzuhängen, sein Leben und sein Schicksal zu teilen durch die Teilnahme an seinem freien und liebenden Gehorsam gegenüber dem Vater. Was Jesus in seiner menschlichen Natur gelebt hat, hat er vom heiligen Josef gelernt. Gehen wir heute an seinem Fest einmal mehr in seine Schule. Bemühen wir uns um einen ähnlich vertrauten Umgang mit dem Wort und den Eingebungen Gottes. Der heilige Josef ist für alle Gläubigen ein leuchtendes Vorbild, um in ihrem Leben zu einer immer stärkeren Vertrautheit mit Gott zu gelangen. Seit langem bezeichnet ihn die Kirche als den Meister des inneren Lebens. Ein Meister nicht nur für diejenigen, die hinter Klostermauern die Beschaulichkeit pflegen, sondern auch und gerade für diejenigen, deren Ziel es ist, beschaulich inmitten der Welt zu leben. Lassen wir noch einmal die heilige Theresia von Avila zu Wort kommen. Wer etwa keinen Lehrmeister zur Unterweisung in der Übung des innerlichen Gebetes findet, der wähle sich als solchen diesen glorreichen Heiligen und er wird keinen Irrweg gehen. Ich denke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Heiliger Josef, Heilige Maria, Mutter Gottes, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet
für mich.